Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Server Tyros mit dem Handelsprojekt 100kk Road to Mythischen Ring. Ja, das hatten wir im letzten Clip drin gehabt, da habe ich euch den Shop gezeigt, was ich da alles zuletzt drin hatte und knapp 500, nee, fast 600kk, hab da noch ein Wonder drin. Ja, kleine Shop-Übersicht und dann sehen wir auch mal gleich, was da alles rausgekauft worden ist. Beziehungsweise wir haben noch einen Yabby-Krebs gekauft für 16kk. Und da schauen wir jetzt mal im Shop rein. Ich glaube, da sind ein bis zwei Tage vergangen. Ne, ein Tag ist dann vergangen. Haben dann 300kk eingenommen. Sind ein paar Sachen weggegangen. Ein Falobi haben wir gekauft für 25kk. Beziehungsweise 24,9kk. Kriegen wir easy für 50 weg. Und hier haben wir dann Kupfer für jeweils 7,4kk weg. Die gehen auch weg für 15kk, aber allerdings dauert das natürlich ein bisschen länger, bis man die wegkriegt. Smaragd habe ich gekauft für 41kk, geht weg für 50kk. Ibis haben wir vertauscht gegen zwei Falobis und zweimal Kupfer. Eine PvP-Rack mit 7 FKS, 10 Halbmenschen mit einer Projektion drauf für 2 Wonnen. Eigentlich recht günstig. Ich versuche es, glaube ich, momentan für 3,9 bis 4 Wonnen weiter zu verkaufen. Und ja, eine kleine Shop-Übersicht. Und da seht ihr auch dann die Preise. Ja, für 3,9 Wonnen habe ich sie, glaube ich, reingestellt direkt. Und später werde ich sie für 4 Wonnen reinstellen, weil ich halt zu viele Sachen habe und ich halt diese 20 Wonnen überschritten habe im Shop. Beziehungsweise 2kkkk. Ja, waren das jetzt 3k? Ja. Und hier haben wir dann nochmal zwei Titanschilder gekauft für jeweils 58kk mit 5 Crab-Bonis. Kriegen wir easy weg für 1 Won jeweils. Eine Holzhalskette plus 0 mit 4 Bonis, 2 KTP für 60kk. Ist eigentlich recht günstig. Die werden wir dann später verkaufen für 1,2 Won. War noch ein Segen-FP drin für 300k. Kriegt man auch easy weg für 2 bis 2,5kk. Violette Fragmente verkaufen wir für 15kk, das 10er Stack, haben ja 200 Stück gekauft für 1 Won. Die geht eigentlich auch ganz gut weg. So pro Tag gehen da so, ja, sagen wir so 3 bis 4 10er Stacks gehen da raus. Auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Und ja, hier haben wir dann nochmal direkt gekauft, plus 4er Steine mit Trap-Werten für 50kk. Werden wir auch später verkaufen für 1,2 Won. Eine Petbücherkiste für 50kk, auch extrem billig gewesen. Die verkaufe ich dann meistens für 90kk und dann war ja noch ein Mondi-Event. Und die habe ich dann aufgekauft für 85kk pro 200er Stack. Und versuche die für 1,4 Won zu verkaufen. Habe sie jetzt bis heute immer noch drin. Ich denke mal, die sollten so in 5 bis 6 Tagen rausgekauft werden. Dann sind die Preise ein bisschen höher. Petbücherkiste für 90kk stellen wir rein. Und die Mondis für 1,4 Won. Ich habe da ein bisschen Platz gemacht für die Mondis noch. Und dann noch für die Rec für 1,2 Won. Und dann ist unser Shop wieder voll. Habe schon überlegt, ob ich noch einen zweiten Shop eröffnen soll. Aber da dachte ich, komm, machst du noch so lange einen Shop. Später mal vielleicht Part 7 oder so, vielleicht 8. Dass wir dann zwei Shops machen. Haben wir dann wieder was eingenommen. Die Holzhalskette ist dann auch weggegangen, die wir gekauft haben für 60kk, für 1,2 Won. Und noch andere Dinge, ich weiß jetzt gerade nicht was. Ja, dann haben wir hier nochmal schön Petbücherkisten gekauft für 64kk das Stück. Weil, sag mal, nichts Anständiges gefunden habe. So hast du dann auf jeden Fall, ja, kannst du dann sagen, okay, mache ich auf jeden Fall meinen Gewinn damit. Hier nochmal Smaragde gekauft für jeweils 38kk mit dem restlichen Yang, was ich hatte. Waren noch drei Stück drin, hatte leider kein Yang mehr gehabt. Und ja, da stellen wir dann die Petbücherkisten für 90kk rein. Und die Smaragde, ich glaube für 50kk. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, aber sehen wir jetzt gleich. Ja. Und was ich noch ansprechen wollte, falls ihr Tiger Ghost IQ habt und ihr spielt hier nicht mehr drauf. Ich habe ganz viele Gildenkollegen, auch Ingame-Kollegen, die gerne auf einem anderen Server Sachen anbieten, sprich auf Germania, als beispielsweise dort 500 Won, 200 Won, auf Azrael 200 bis 500 Won und auf den anderen Servern auch, Teutonia haben wir da auch noch ein bisschen IQ. Da, ja, falls ihr IQ habt, dass ihr gerne vertauschen möchtet auf Tiger Ghost gegen
Sachen auf einem anderen Server, meldet euch einfach bei mir auf Discord. Ich kann auch gerne den Mittelmann spielen, das mache ich natürlich auch kostenlos für euch. Und ja, falls ihr was habt, schreibt mich einfach an auf Discord und dann können wir das eben machen. Ja, hier haben wir dann einiges eingenommen, da sind die ganzen Petmischer-Kisten noch weggegangen. Über 7 Wonnen eingenommen, eine HTA plus 6 mit 1,5 KTP, 15 Feuer und 10 Mana-Raub. Auf jeden Fall sehr günstig gewesen für 2 Wonnen. Schurigen Plus für 10kk kriegen wir easy später weg für 15kk. Und da haben wir auch ein bisschen wieder das eingenommen. Etwas unter 4 Won haben wir da eingenommen. Und ja, unser Yang steigt und steigt. Wenn man sich mal bedenkt, dass wir mit 100kk angefangen haben. Ja, ganz nett. Haben wir noch Lykano-Rüstig gekauft. Einmal 15 Feuer und einmal 15 Blitz für jeweils 30kk. In einer Rüstig sogar hast ein Ausweichen plus 4 drin. Und mit dem Yang erstmal schön Petbücherkisten gekauft. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde ja für 90kk los. Und sprich pro Tro haben wir dann so ungefähr 31kk Gewinn. Ein Hindernisbuch für 1,5 Won. Eins ist dann noch auf dem Markt für 2 Won. Aber komm, dann dachte ich, okay, dann müsste erstmal verkauft werden und den unseren verkaufen wir dann später für 3 Won weiter. Ja, mit dem restlichen Lang habe ich mir dann noch Petbücherkisten gekauft. Ist ja mal, ein guter Gewinn dabei. 60kk für die Truhe, beziehungsweise 66kk noch. Dachte ich, okay, ich kaufe sie da auch nochmal auf. Kriegen wir eh los für 90kk. Dann haben wir nochmal TP-Schuhe gekauft für 25kk. Ist auch nochmal 15kk Gewinn. Da kriegen wir ja, für 40kk los. Und da habe ich jetzt gesehen, okay, ich habe jetzt noch 8 Stunden Offline-Shop-Zeit. Lohnt sich jetzt nicht unbedingt aufzufüllen. Und dann habe ich gesagt, okay, erstmal die ganzen Sachen raus, ein bisschen Offline-Shop dazu buchen, aufstecken, sage ich mal. Musste erstmal wieder zum Lager rennen, die Sachen ins Lager packen, dann wieder ausräumen, weil ja, kein Platz da war. Da, dann sind wir auch quasi zum letzten Clip angekommen. Hab die Offline-Shop-Zeit auf 4 Tage nochmal hochgemacht. Müsste man dann die Tage nochmal neue Offline-Shop zulegen. Und dann seht ihr halt nochmal zum Schluss die ganzen Preise, die ich da jetzt reingestellt habe. Ich habe jetzt die ganzen Rüstis auch für ein Won reingepackt, weil ja, sonst konnte ich den Shop jetzt nicht öffnen. Nochmal hier geguckt, ob noch da ein paar Petbücherkisten reinpassen. Aber da hat es schon gescheitert. Deswegen dann mal 10er Stack. Eh so viel mit rein. Und dann war es das auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.